Aber ich will noch mal zurückgehen auf das, was Alexander Neu gesagt hat. Also alle diejenigen, die mal irgendwie mit marxistisch-leninistischer Bildung zu tun hatten, das ist ja Kautsky sozusagen ein grundlegender Bösewicht. Und weil Lenin den beschimpft hat, und Lenin hat im Prinzip immer recht. Heute wissen wir, dass das alles etwas differenzierter ist. Insofern steckt in dieser Theorie dem Ultraimperialismus natürlich ein sehr wichtiger Gedanke. Lenins Hauptvorwurf an Kautsky war ja, dass der gewissermaßen sich damit von der kommenden sozialistischen Revolution, die ja nach Lenins Imperialismus-Auffassung aus dem imperialistischen Krieg und dem faulenden Sterben im Kapitalismus folgen musste, verabschiedet hatte. Und sozusagen die Idee hatte, damit wurde der Kapitalismus auf Dauer gestellt, was natürlich nicht stimmt. Unabhängig davon, welche Perspektiven die Autoren im Kopf hatten, ist die Idee, dass sozusagen die Kapitalistenklassen der entwickelten kapitalistischen Staaten, vor allem Europas, sich nicht gegenseitig bekämpfen und ihre eigenen Länder und damit ihre industriellen Grundlagen in Schutt und Asche legen, sondern gemeinsam den Rest der Welt ausbeuten, dann tatsächlich nach 1945 die Grundidee gewesen, die sowohl zur Europäischen Union als auch zu den Grundvereinbarungen mit den USA in Klammern im Rahmen der NATO, Klammer zu, und nun möglicherweise mit TTIP geführt hat. Wir sitzen hier, also die unsichtbare Hand der Fügung des Schicksals hat dazu geführt, dass wir jetzt im Schumpeter-Saal sitzen. Schumpeter hat nach 1980 auch eine Imperialismus-Theorie entwickelt, aus seiner wirtschaftstheoretischen Position heraus, und hat damals gesagt, dass der Krieg gerade nicht den Interessen des Kapitalismus entspricht, also der große Krieg der imperialistischen Mächte gegeneinander, weil das den normalen Verkehr des kapitalistischen Wirtschaftsbetriebes stört. Damit meint er natürlich nicht die kleinen Kriege, in Anführungsstrichen, am Rande der imperialistischen Zentren, im Süden, gegen die Kolonien, in den Kolonien und so weiter und so fort, sondern die der Mächte gegeneinander. Und insofern entspricht sich das in gewissem Sinne mit dem, was Kautsky dazu gesagt hat. Und ich denke mal, analytisch haben wir es gegenwärtig mit einer solchen Situation zu tun. Wenn wir jetzt auf den Kalten Krieg zurückschauen, hat er im Grunde drei Dimensionen. Die erste war natürlich die ideologische, politische, ökonomische Auseinandersetzung, die von beiden Seiten nicht zum Krieg geführt hatte, die insbesondere in Europa so geführt wurde. Also da gibt es jetzt diese berühmte Episode, Egon Bahr ist Redakteur im RIAS in Berlin und dann eine von den Arbeiterführern, in Anführungsstrichen, die in Ostberlin demonstriert hatten, wollen zum RIAS und wollen dann auf flammenden Aufruf gegen das SED-Regime über den Rundfunk jagen. Und Bahr sagt zu dem, habt ihr einen Vogel, wollt ihr einen dritten Weltkrieg auslösen oder was? Und schickt die wieder weg. Das heißt also, die Spielregeln, die ursprünglich in Jalta und Potsdam verabredet wurden, territorial, zwischen Churchill und Stalin, wo dann immer so berühmte Geschichten mit kleinen Zetteln, die hin und her gingen, erzählt werden, das ist von beiden Seiten eingehalten worden. Also der Westen hat in der DDR nicht interveniert, der Westen hat in Ungarn 1956 nicht interveniert und 1968 in der Tschechoslowakei. Und als nach der Nelkenrevolution 1974-75 in Portugal eine linke Regierung in die Macht gekommen wurde, haben die Amerikaner und die westlichen Mächte gesagt, pass mal auf, wenn ihr die jetzt unterstützt und die treten aus der NATO aus, unterschreiben wir die Schlussakte in Helsinki nicht. Und dann hat Brezhnev gesagt, okay, also die sollen dann in der NATO bleiben und selber sehen, wie sie zurechtkommen. Und das war sozusagen dasselbe andersrum gedacht. Also insofern will ich damit sagen, in Europa war sozusagen das politisch territoriale Gefüge spätestens nach dem Mauerbau 61 in Berlin fest und von beiden Seiten akzeptiert. Es gab dann aber die Auseinandersetzung erstens in den ehemaligen Kolonien. Da gab es eine Reihe von Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen, wo beide Seiten involviert waren, Angola, Mosambik, Namibia, Nicaragua, um nur einige Fälle aus den 70er, 80er Jahren zu nennen. Da war also der Kalte Krieg zum Teil auch ein heißer Krieg, wo dann beide Seiten jeweils ihre Klienten sozusagen unterstützten. Und dann war das Wettrüsten letztlich die entscheidende Dimension des nuklearstrategischen Wettrüstens, von dem
sagen heute, naja, also wenn man das mit dem Schachspiel vergleicht, wir hatten immer die schwarzen Steine. Also insofern ist richtig, dass die NATO immer vorgerüstet hat, immer vorne weggegangen ist, aber die Sowjetunion hat dann von einem bestimmten Punkt an, und da ist sozusagen der Sputnik-Schock 1957 für die strategische Unverletzlichkeit der USA vorbei war, von da an gibt es ein strategisches Gleichgewicht. Da geht halt der Streit, wer hat denn, wer kann die Welt dreimal vernichten und wer achtmal. Und die Sowjetunion hat dann irgendwie Wasserstoffbomben gezündet, die noch viel größer waren als die größte, die die Amerikaner gezündet hatten. Dann haben die geguckt, dass die Sowjets in der Lage waren, technologisch das überhaupt zu bewerkstelligen und so weiter und so fort. Die Folge war, dass dann bereits in den 60er Jahren, da spielte dann die Kuba-Krise und ihre Beilegung eine Rolle, begonnen wurde, sich der Gefahren bewusst zu werden, um den mal vorsichtig einen auszudrücken. Deswegen gibt es dann das berühmte Telefon zwischen Washington und Moskau. Deswegen gibt es das Teststopp-Abkommen 1963, das Abkommen über die Nichtweiterverbreitung der Atomwaffen mit allen Problemen, die wir kennen, die heute nicht unser Thema sind, aber das war damals auch ein gewisser Schritt zur Einschränkung des Wettrüstens, dass zumindest die Weitergabe an weitere Mächte ausgeschlossen ist und die anderen Mächte, die noch keine Atomwaffen hatten, veranlasst waren, nicht danach zu streben, das ebenfalls zu tun. So, dann wurde diskutiert das Problem durch, Lühr hat darüber gesprochen, Gefahr durch einen Überraschungsangriff. Da ging es immer um die Frage, ob jemand eine Erstschlagsfähigkeit erringt dadurch, dass er die Zweitschlagsfähigkeit der anderen Seite vernichtet. Also, dass die angegriffene Seite, nachdem sie mit Atomwaffen angegriffen wurde, in der Lage ist, mit atomaren Waffen so an die erste Seite zurückzuschlagen, dass die auch für sich nicht akzeptierbare Schäden erleidet. Das war ja die Logik mit den Erst- und Zweitschlagsfähigkeiten. Deswegen gab es dann die SALT-Vereinbarung der 70er Jahre, wo dann die Abwehrsysteme insbesondere begrenzt wurden, aber dann auch die strategischen Angriffssysteme. Und dann gab es die Diskussion, die dann spätestens in den 80er Jahren eine Rolle spielte, über die nicht sanktionierten Gefahren des Atomkrieges, also was passiert bei Fehlperzeptionen, wenn die eine Seite irgendetwas feststellt, dass es ein Angriff ist mit atomaren Waffen, der gar nicht ein solcher ist, aber durch die Kürze der Vorwarnzeiten, also diese Mittelstreckenraketen in Europa geben, gar keine Zeit mehr besteht, wirklich auf der anderen Seite nochmal anzurufen, also man nur eine Chance hat zu antworten, indem man sofort auf den Knopf drückt. Dann wurde diskutiert das Problem der nicht beabsichtigten Auslösung eines atomaren Krieges, etwa durch Computerfehler oder ähnliches. Das war dann die Situation, mit der wir es am Ende des Kalten Krieges in den 80er Jahren zu tun haben. Und da entsteht dann die Idee, wir brauchen ein neues Denken. Der Ausgangspunkt dafür war eigentlich schon in den 50er Jahren gelegt mit dem Russell-Einstein-Manifest von 1955. Danach kommt dann die Pugwash-Konferenz ab 1957, wo sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt, auch aus den beiden deutschen Staaten, an der Diskussion beteiligen, also was sind die Gefahren, die durch den Atomkrieg sich ergeben könnten und was ist zu tun, um das zu vermeiden. Dann ist entscheidend der Palme-Bericht 1982, gemeinsame Sicherheit, also Common Security, a Blueprint for Survival, also der Grund, das Konzept für das Überleben. Das ist dann das Papier, was in der zugespitzten Situation nach dem Beginn der Stationierung der Mittelstreckenraketen in den 80er Jahren in Ost und West eine ganz große Rolle spielt für die inhaltlichen Debatten. Also es ist ja nicht nur die Friedensbewegung, von der Willi und Rainer gestern gesprochen haben, die in den 80er Jahren eine wichtige politische Rolle spielte in ganz Europa, auch in Deutschland, sondern dahinter stand ja auch sozusagen eine Expertise in Anführungsstrichen, die plötzlich ganz viele Menschen erfasst hatte, die früher sich nicht mit solchen Themen beschäftigt hatten. Und für diese internationale Debatte spielte dieser Palme-Bericht eine ganz wichtige Rolle, übrigens auch in der DDR. Und zwar sowohl bei den oppositionellen Menschen, die unter dem Dach der Kirche die Frage der Sicherheit des Friedens diskutiert hatten, als auch in den staatlichen Institutionen. Und von daher datiert dann
sozusagen das neue Denken auch in der DDR. Wir sind jetzt gerade, also ich habe hier mitgebracht für unsere heutige Konferenz eine frühere Publikation, die wir gemacht haben, die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit den Kollegen von Weltrends in Potsdam, gemeinsame europäische Sicherheit. Da kann man sozusagen eine Reihe von Konzepten, was denn europäische Sicherheit mal meinte, was es war und was es heute sein könnte, nachlesen. Also die kosten nichts, die sind sozusagen für die politische Bildung von der Stiftung zur Verfügung gestellt. Und einen solchen Band machen wir jetzt auch über das neue Denken in den 80er Jahren, der ist jetzt gerade in der Endphase der Produktion, wo wir das nochmal minutiös aufdröseln, an welchen Stellen welche neuen Ideen tatsächlich entwickelt worden sind. Und das ist auch die Grundlage, vor der ich hier heute zu diesem Thema spreche. Das bekommt dann eine besondere politische Relevanz, weil die sowjetische Führung in Moskau unter Gorbatschow ab 1985/86 die Idee des neuen Denkens als staatliche Politik übernimmt und dann eine Reihe Vorleistungen macht. Also keine weitere Stationierung von Mittelstreckenraketen, Beendigung von Atomversuchen und. Dadurch geraten die USA dann politisch-diplomatisch in eine Defensive unter Ronald Reagan, aus der sie praktisch erst rauskommen, indem sie sich dann an den entsprechenden Vereinbarungen zur Begrenzung, zur Beendigung dieser neuen Phase des Wettrüstens in Europa und der Welt beteiligen. Für uns heute wichtig, wenn wir jetzt nicht mehr über Geschichte reden wollen, sondern über sozusagen die gesunkenes Gedanken, dass es wieder ans Licht zu holen gibt, gilt, ist von Bedeutung der konzeptionelle Gehalt dessen, was damals als neues Denken entwickelt worden ist. Also ein erster Punkt ist, das Ende der Menschheit durch eigenes Tun ist möglich. Das ist zwar ab 1945 mit der Atomwaffe schon im Grunde im Hintergrund gewesen, spielte aber für die politischen Entscheidungen keine Rolle. Also Adenauer war ja noch der Mann, Atomwaffen ist so irgendwie eine Weiterentwicklung der Abwehr. Auch in der Nationalen Volksarmee und in der Militärdoktrin der Sowjetarmee ging man bis Ende der 70er Jahre davon aus, dass wir zwar den Krieg verhindern wollen, aber wenn der Imperialismus den dann anzettelt und er austritt, dann müssen wir ihm eine vernichtende Niederlage beibringen. So, in den 80er Jahren war dann klar, diese vernichtende Niederlage ist auch unser eigenes Ende. Das war das Neue in dem konzeptionellen Denken dabei. Daraus ergab sich dann, die Gattungsinteressen sind höher als Staatssystem oder Klasseninteressen. Bis dahin ging man ja immer noch davon aus, dass man also einen gerechten Krieg im Dienste der Arbeiterklasse und für die Durchführung der Weltrevolution und die Herbeiführung der allgemeinen Glückseligkeit führen könnte. Mit Atomwaffen war also auch das nunmehr ausgeschlossen. Ein wichtiger ideologisch-politischer Ausdruck in Deutschland dafür war dann das gemeinsame Papier SED, SPD, der Streit der Ideologien und der gemeinsamen Sicherheit. Es ist eine Priorität der gemeinsamen Sicherheit gibt und man sagt, unterhalb dieser Schwelle müssen wir dann unsere ideologischen und unsere anderen Differenzen austragen. Das war dann der entscheidende Punkt an der Stelle, also der Vorrang der Friedenserhaltung für alles politische Tun. Daraus ergab sich denn die Position, ein Krieg ist nicht mehr gewinnbar. Ja, also der alte Satz von Clausewitz, in dem sich ja sowohl die realen Realisten der außenpolitischen Analyse in den USA als auch natürlich der sozialistische Denken über die gerechten Kriege und so weiter und so fort bezogen haben, ist ja immer, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. So, dieser Krieg kann keine Fortsetzung einer sinnvollen Politik mehr sein. Das ist der Schluss, der dann daraus gezogen wurde und damit war sozusagen diese Grundvorstellung, die Clausewitz sie entwickelt hatte, über den Zusammenhang von Politik und Krieg, im Grunde im Atomzeitalter nicht mehr zutreffend. Das betrifft dann, wenn man jetzt das marxistische oder das sozialistische Denken im Osten nimmt, auch der Zusammenhang von Privateigentum und Krieg musste neu gedacht werden. Ich meine, das war einer dessen empirischen Fragen, weil auch sozialistische Länder, China, Vietnam, China, Sowjetunion 1970, Krieg gegeneinander geführt hatten. Also insofern stellt sich ja das dann auch etwas differenzierter dar. Da kann man natürlich dann
in marxistisch-leninistischer Engführung sagen, ja, das waren Revisionisten und die sind vom wahren sozialistischen Weg abgewichen, aber so einfach ist es natürlich nicht. Also insofern, da es auch dort Kriege gab, gibt es offensichtlich nicht nur das Privateigentum als Ursache von Kriegen. Und daraus ergab sich dann aber für die Analyse, und das war für die Debatte in der DDR in den 80er Jahren ein ganz wichtiger Punkt, die Friedensfähigkeit des Kapitalismus. Aber damit müssen wir uns heute auch beschäftigen. Wenn es eine zwangsläufige Herbeiführung von Kriegen aus Kapitaleigentum, Profit und Profitinteresse gibt, hat die Friedensbewegung keine Chance, weil dann der Krieg sowieso kommt. Wenn es aber in der Lage ist, auf den Frieden hinzuwirken, ohne dass die sozialistische Weltrevolution durchgeführt ist, dann müssen wir dann unter den jetzt waltenden Bedingungen auf solche politischen und geistigen Bedingungen hinwirken, dass die Regierenden, die Herrschenden daran gehindert werden, Kriege vom Zaune zu brechen. Das ist doch genau die Herausforderung, vor denen wir stehen. Und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, dann müssen wir das Thema Friedensfähigkeit des Kapitalismus weiter diskutieren. Also jetzt nicht auf dem Stand von 80, sondern 2015 folgen. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, friedliche Koexistenz ist die natürliche Darstellungsweise des Friedens. Man muss die andere Seite in ihrer Andersheit akzeptieren. Wenn ich sage, Russland musst du werden wie wir, und nur wenn der Regime-Change in Moskau vollzogen ist und die dort die westlichen Werte eingeführt haben, dann gibt es Frieden mit Russland. Das ist eine völlig absurde Situation und die Wiederherstellung der ideologischen, geistigen Situation des Kalten Krieges. Das ist die Konsequenz. Und deswegen müssen wir auch das Thema friedliche Koexistenz jetzt aus dem alten Sozialismus-Kapitalismus-Kontext rausnehmen und in die heutige Welt übertragen und sagen, auch wenn die Staaten unterschiedlich innerlich verfasst sind, in die Frage zu stellen, wie wir denn solche internationalen Beziehungen gestalten können, dass die Staaten miteinander unter der Voraussetzung dieser Andersartigkeit umgehen. Und das ist ja eigentlich auch das, was in der UNO steht. Nun, daraus gab es dann verschiedene neue Inhalte, die diskutiert worden sind. Ich will nur die Stichworte nennen. Kollektive Sicherheit als gemeinsame und gleiche Sicherheit. Wir sind nur sicher, wenn die andere Seite, die eigentlich als Gegner wahrgenommen wird, auch sicher ist. Die muss sicher sein können vor uns, damit wir vor ihnen sicher sein können. Das ist die Idee der gleichen Sicherheit. Und das müssen wir im Verhältnis auch zu Russland heute wiederherstellen. Das ist genau der Punkt. Das militärische Gleichgewicht, so wie es damals bestand, war existent. Es muss auf der Grundlage der Abrüstung abgesenkt und weiter nach unten geführt werden. Wir haben auch heute ein militärisches Gleichgewicht. Russland hat in den letzten 10 Jahren alle Komponenten seiner strategischen Systeme modernisiert. Putin hat zwar gesagt, wir wollen kein neues Wettrüsten, er hat aber auch gesagt, es wird zu jeder neuen Rüstungsmaßnahmen des Westens eine asymmetrische Antwort geben. Dann ist ganz wesentlich, alles das, was damals diskutiert worden ist, unter dem Stichwort einer vernünftigen Hinlänglichkeit. Also was ist die Hinlänglichkeit der Verteidigung? Wenn es eine Verteidigungssituation geben könnte, worin könnte sie bestehen und was ist ausreichend, um sich entsprechend verteidigen zu können? Und wenn man das sozusagen unter der Voraussetzung der gleichen Sicherheit mit den Nachbarn und allen anderen Beteiligten entsprechend verhandelt, kann man das selbstverständlich auf der Grundlage der Abrüstung tun. Und dann ist natürlich der ganz entscheidende Punkt, wir brauchen eine strukturelle Angriffsunfähigkeit. Das ist auch ein Teil der gemeinsamen und gleichen Sicherheit. Also die andere Seite muss sich sicher fühlen können, weil wir keine nach außen gerichteten Potenziale und logistischen Voraussetzungen haben. Das ist dann natürlich genau der Punkt, bevor natürlich wäre sozusagen das linke Idealziel die völlige Abschaffung der Bundeswehr. Das werden wir von heute auf morgen nicht schaffen. Aber man kann, bevor die Bundeswehr ganz abgeschafft ist und sozusagen auf das Wachregiment in Berlin, die dann antritt, wenn der Präsident des Nachbarlandes kommt, reduziert ist, kann man doch sinnvoll darüber reden, wie muss eine Bundeswehr aussehen, die nicht dafür da ist, um am Hindukusch oder auf den Weltmeeren mit neuer deutscher Flotte oder wie auch immer irgendwelche Kriegseinsätze zu machen, sondern tatsächlich irgendwie einen Mindestbestand zu haben für die Territorialverteidigung des real existierenden Deutschlands in den Grenzen, wie sie heute sind. Das wäre doch schon mal ein ganz weitreichender Schritt. So, also insofern ist dieser Punkt der strukturellen Angriffsunfähigkeit ein Punkt, der auch nicht erledigt ist. Und dann ist ein entscheidender letzter Punkt die Frage der Abschaffung der Massenvernichtungsmittel.
insbesondere der Atomwaffen. Also solange die NATO sagt, dass sie Atomwaffen aufrechterhalten muss, weil andere die Atomwaffen haben, ist völlig klar, dass die anderen Atomwaffen haben werden, solange die NATO welche hat. Und die amerikanischen Planungen gehen bis 2060, wenn ich bestimmte Texte richtig verstanden habe. Also insofern ist doch für den größeren Teil des Jahrhunderts, das eigentlich gerade erst angefangen hat, die Atomwaffenrüstung weiter festgeschrieben. Und dann haben wir Drohnenproblematik und vieles andere mehr. Also der entscheidende Punkt ist, es gab am Ende des Kalten Krieges im Sinne des neuen Denkens, wofür es kein Monopol des Ostens gab, es gab viele Wissenschaftler aus vielen westlichen Ländern, die daran gearbeitet haben, alle diese Konzepte, die sind zwar dort historisch verortet, wo der Kalte Krieg an sein Ende kam, aber sie enthalten ein ganz wesentliches geistiges und konzeptionelles Potenzial, das wir nutzen müssen, wenn wir über die Alternativen heute reden. Und das Grundproblem der Herrschenden und der Regierenden im Westen ist, dass sie das eingeordnet haben, sozusagen den Niedergang der Sowjetunion als Moment ihres Scheiterns rezipiert haben. Und das ist völlig falsch. Das war eine Chance und der Westen hat die damals ausgeschlagen. Ich bedanke mich.